Nein, da bin ich nicht mehr der böse Kerl, der ich einmal war. Ich ertrage das satte grüne Gras unter meinen Füßen und das Vogelgezwitscher in meinen Ohren nicht mehr. Ich suche mir besser eine dunkle Ecke und etwas, auf das ich einschlagen kann. Ich bleibe hier. Ja, das nimm den Narmet. Auf den kannst du einschlagen. Und sehen, was ihr tut. Kehrt durch das Tor in das Halbling-Territorium zurück. Boah, dafür, dass du so alt bist, kannst du ganz schön viel plappern, ne? Was der Overlord nicht sagt, das musst du in den Mund nehmen. Was soll das denn bedeuten? Gut, kehren wir zum Hügelland. Aufträge für Territorium. Findet einen Kran, mit dem ihr den Turm wieder aufbauen könnt. Ja, dann würde ich sagen, zurück ins Hügelland. Nach Schmalzingen. Nein, das hieß anders. Schwalbingen. Nein. Funktioniert das Ding? Ich höre dich. Es ist ein bisschen schmutzig. Oh. Könnt ihr mich hören, Meister? Ja. Da seid ihr ja. Hallo. Herr, die Kreaturen hier sind sehr aufgeschlossen. Sie haben das Gebiet ohne Zweifel unter Bevölkerung. Ja, die Schafe kommen immer wieder. Yay, Krautingen. Ach, wie schön. Ist es nicht schön, wenn alles funktioniert? Wenn sich das Ungetier in der freien Natur bei Sonnenschein unter dem Prügel unserer Schergen vor Schmerzen auf dem Boden herumwälzt, dann ist es wieder ein schöner Tag für den Overlord. Da, da, da. Und die Musik ist auch schön. Ich meine, sie ist grässlich. Grässlich ist sie. Wie kannst du finden, sie ist schön? Ich bin ja auch kein Overlord. Ja. Da, da, da. So, dann müssen wir nochmal den alten... Nein, müssen wir gar nicht. Wir gehen trotzdem den alten Weg. Wir haben eine Abkürzung geöffnet, aber ist egal. Vielleicht finden wir noch etwas Schönes. Zum Beispiel, ja, tatsächlich. Gold. Damit haben wir sagenumwobene 3 Gold. Und Pilze. Tötet die Pilze. Da geht's heute Abend lecker Suppe. Hm. Lass mich rein. Der Weihnachtsmann ist da. Aber es ist noch gar nicht Weihnachten. Verdammt. So, ich denke, ich lasse es erstmal mit dem Overlord sein, denn der geht ziemlich auf die Stimme. Weil ich böse bin. Genau. So, da wir jetzt 10 Schergen einsetzen können, können wir natürlich auch die Säule verschieben. Und der Weg war... unnütz. Fehlt hier ein Scherge? Sag nicht, hier hängt wieder ein Scherge fest. 9 von 10. Oh, ja, klasse. Wir können jedoch hier irgendwo posten. Wups, das dürfte er noch gar nicht können. Wir können doch irgendwo... Ja, toll, jetzt müssen wir den einen Schergen suchen. Klasse. Das Wegfindungssystem ist leider nicht immer das Beste. Da ist er. Hing irgendwo fest. Ja, ja, super, super. Jetzt renn er mir vorbei. Ich bin ja nur der Overlord. Ich habe einfach keine Ausstrahlung. Und jetzt schiebt meine Schergen. Schiebt. Nicht so weit, nicht so weit. Oh Gott. Ich denke, des Wahnsinns. Ist so ein Übertreiben hier. Halblinge im Anmarsch. Achtung. Halt. Das sind keine Halblinge. Seht euch den mit dem Helm an. Ja, ich bin ein Doppelhalbling. Das könnten 2 Halblinge in einer Rüstung sein. Ja, garantiert. Ich traue diesen miesen kleinen Typen nicht. Ihr da, beweist, dass ihr keine Halblinge seid und befreit unsere Leute aus dem Lager dort unten. Wenn ihr noch welche seid, bleibt, wo ihr seid. Ich ziele. Seit Lord Rauschingen weg ist, sind wir die letzte Verteidigungslinie. Wenn wir mit sie was willst du denn zielen? Sind wir schneller in einem Arbeitslager, als wir Kaffeekränzchen sagen können. Haut ab! Zeigt uns, dass ihr nicht so ein Feigling seid wie Lord Rauschingen. Und tja, wir sind natürlich kein Feigling wie Lord Bauschingen. Ihr Halblinge, wendet den Feuerballzauber auf den Weizen an und röstet sie wie Spanferkel. Wie Spanferkel? Das sind Spanferkel. Wenn ihr wollt, müsst ihr uns beweisen, dass ihr nicht so ein zu kurz geratener Irrer seid. Nein, ich bin ein zu groß geratener Irrer.
Um einen Zauber zu wirken, drückt E. Brennt, ihr Ferkel, brennt! Windet euch im Schmerze! Schön. Und ihr sammelt den Rest ein. Von dem, was übrig ist. Schön, damit steigt die Angriffskraft auf 133. Sonst noch irgendwas? Secrets? Nö, aber eine ganze Menge unsichtbare Mauern. Auf die stehe ich total. Es sieht so aus, als bekommen wir Besuch. Warten wir lieber ab, bis sie im Getreidefeld sind. Spanferkel. Noch mehr Halblinge. Rüstet sie. Aber gerne doch. Gehen die noch weiter? Das hat nicht funktioniert. Diese Attacke war nicht effektiv. Wir holen uns zuerst das Spanferkel. Nom 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 nom. Zerstören, fressen, schlafen. Was immer ihr wollt. So, was? Okay. Das klappt so nicht. So vielleicht. Ich meine... Ups. Das war wohl zu viel des Guten. Die Hölle auf Erden. Und jetzt holt euch den Rest. So einfach wird es nicht immer sein. Ja, zurück. Und jetzt schwärmt aus. Und verbreitet das Böse. Natürlich muss das wehtun. Sonst funktioniert's ja nicht. So, hier haben wir noch Waffen. Hier nichts weiter. Komm zurück! Nicht für dich! Aber der ist für euch! Ja. Eine Sache noch, Herr. Durch das, sagen wir mal, willkürliche Töten von Unschuldigen nimmt eure Verderbtheit zu. Ich freue mich. Und wer wird stärker? Aber für einen langfristigen bösen Plan ist diese Vorgehensweise nicht geeignet. Dafür braucht ihr Menschen, lebende Menschen. Dankbarkeit zahlt sich eben auch aus. Ihr habt uns gerettet. Die Halblinge können uns nichts mehr tun. Die Halblinge nicht. Aber einige unserer Brüder befinden sich in einem Arbeitslager ein Stück von hier entfernt. Nachdem dieser Halbling Wilfried Wanz von seinen Abenteuern zurückkam, nannten sie ihn einen Helden. Ab da lief alles total verkehrt. Wilfried war mal klein. Sogar für einen Halbling. Aber er entwickelte einen immensen Appetit. Jetzt noch Macht. Riesig. Einmal hätte er mich beinahe aufgefressen. Seine Handlanger haben unser Essen gestohlen und uns gezwungen, auf den Feldern noch mehr für Wilfried anzubauen. Diese elendige Fressmaschine. Ja, in Overlord, obwohl wir eigentlich böse sind, besitzen wir die Option, ob wir die Menschen leben lassen oder ob wir sie töten. Wenn wir sie leben lassen, haben wir im Prinzip mehr davon, da wir durch sie Geld generiert bekommen. Wenn wir sie hingegen töten, steigt unsere Verderbtheit und wir werden stärker. Ich denke, ich werde mich in diesem LP für die gute, böse Seite entscheiden. Nicht für die böse, böse Seite, sondern die gute, böse Seite. Ihr wisst schon, also die Menschen am Leben lassen. Es sei denn, zufällig wird einer getötet. So ganz aus Versehen natürlich. Oder so etwas hier passiert. Ups! Das Picknick ist ruiniert. Da sehe ich doch was glitzern. Holt mir das Glitzer. Katsching! Das muss das Arbeitslager sein, von dem Sie gesprochen haben. Seid vorsichtig dort. Hallo! Oh, die schmeißen ja. Dann nehmen wir den Weg hier. Das ist eine alte Blutgrube. Ihr könnt hier Schergen opfern, um eure Gesundheit zurückzugewinnen. Sorgt euch nicht, eure Schergen sterben gern. Seid so gut. Nur ja.
Ja, ich weiß. Natürlich wird nur der Schwächste von ihnen geopfert. Der Schwächste in unserer Gruppe, denn ansonsten, der am besten Ausgerüstete wird nicht sofort in die Grube springen. Wir brauchen sie allerdings nicht zu opfern. Noch nicht. So, was haben wir da? Ah, ja, natürlich. Ein weiteres Schergenportal. Und hier oben ein Secret vielleicht? Ah. Eine Mannergrube. Ich habe seit Jahren keine mehr gesehen. Hier könnt ihr Schergen opfern, um euren Mannervorrat aufzufüllen. Unseren Mannervorrat auffüllen? Nein, wie überraschend. Ist er herzenallerliebst. Aha. Und auch hier geht es wieder zurück zum Anfang, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Schön. Trotzdem kommen wir noch nicht dort an diese Säule. Früher oder später werden wir das allerdings können, indem wir uns die letzten Schergen holen. Die blauen, die einen, jeden welchen, die schwimmen können. Und noch viel mehr, aber mehr davon, wenn wir die passende Stelle in diesem Let's Play erreicht haben. Ich sollte noch abgehackter sprechen. Hey, hier gibt es sonst nichts weiter. Bitter trink nicht. Sie sind nicht ertrunken. Schön. Wollen wir uns mal die Umgebung anschauen? Ja, es geht. Das ist nicht so toll. Grafikschmaus sieht anders aus. Aber ist auch nicht schlecht. So, hier lang. Wie sehen unsere Schergen jetzt aus? Braun, gut. In braunem Dung gewälzt. Können wir hier irgendwie tricksen? Kann ich was mit dem Feuer machen? Nein, die müssen wir einzeln besiegen, vernichten, was auch immer ihr wollt. Zuerst die Steinewerfer. Ja, genau, greift die eigenen Schergen an. Ah, ja, ja, ja. Nein! Unser erster Scherge ist gefallen. Das nicht dank uns. Oh. Sieht aber nicht gut aus. Ich befürchte, wir müssen das erste Mal eine Lebensgrube benutzen. Stirb! Und werde ein Teil von mir. Na, ja, vielleicht noch einer. Oh nein, er hat ein Messer. Und da sind sie. Wieder. Nein, das sind sie eigentlich nicht. Das sind wieder neue Schergen. Ich möchte euch natürlich auch keine Lügen auftischen. Da sind noch mehr. Gott. Mach ich gleich alle auf einmal. Brennt. Ihr Penner. Ich bin das einzig wahre Böse. Hm? Ach da. Noch nicht. Meistens geschieht dann etwas. Meistens. Es geschieht doch etwas, wenn wir hier plündern. Jawohl. Ah, Mana-Tränke, schön. Ich meine natürlich Mana-Tränke. Oh, die sind aber süß und nieder. Dann sollten wir sie auch diesem Zustand zuführen. Dem niederen Zustand. Natürlich alles für eine gerechte Sache, nicht wahr? Und die gerechte Sache ist die böse Sache. Dreht, meine Schergen, dreht. Aber das sind meine Schergen. Ja, aber ich kann dich nicht permanent synchronisieren. Ja. Herrlich. Sklavenlager.